Wir glauben, dass es wichtig ist, Führungspersönlichkeiten auszuzeichnen, die in einer Situation oder in einer Zeit, wo sich ganz viel verändert durch neue Medien, durch neue Trends, dass man vielleicht auch diesen Hidden Champions eine entsprechende Visibilität gibt. Und während wir 2008, 2009 über all diese Trends wie Social Media, Digitalisierung gesprochen haben, aber vorwiegend über Startups und über kleinere Unternehmen gesprochen haben, haben sie heute eigentlich ganze Märkte verändert. Und entweder sie schaffen es, dass sie mit dabei sind und sind erfolgreich, wie das eine Zalando, eine Tesco, eine Otto oder andere gezeigt haben, oder sie schaffen es eben nicht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir solche Unternehmen und Unternehmenspersönlichkeiten ehren, die sich diesem Thema verschrieben haben. Die Leader. Ja, weil am Ende Führung ist ja nichts Neues. Ne? Führen mussten sie schon immer. Und das, was sich verändert hat durch die Digitalisierung, ist, dass die Geschwindigkeit eine andere ist. Sie mussten schon immer Menschen begeistern, damit sie sie führen können. Wenn sie selber nicht an etwas glauben, dann werden sie auch nicht Menschen dazu bekommen, sie zu bewegen. Aber was Neues ist die Transparenz, die durch Social Media und Co. kommt, die Geschwindigkeit, die Realtime-Kommunikation, die notwendig ist, um das umzusetzen. Und das zeigen eben Leute, die es geschafft haben, diese digitalen Trends für sich zu nutzen. Ja, ich glaube eben, die es erkannt haben, dass es keine Bedrohung ist, sondern dass es eine Chance ist, dass man schnelle, offene Kommunikation und partizipative Führung nutzt, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, man muss immer trotzdem Menschen eine Guideline geben. Es funktioniert nicht alles in der kompletten demokratischen Art und Weise bei Unternehmen, aber dass man eben nicht mehr dieses Herrschaftswissen nützt, weil es ohnehin nicht mehr geht, weil sie die Transparenz draußen haben, die Informationen gehen eh raus, die Menschen haben viel mehr Wissen und viel mehr Zugang zu Wissen und deswegen sie besser einbinden, sie motivieren und mobilisieren, als versuchen mit Herrschaftswissen da einen Vorteil zu erzielen. Ich finde es besonders beeindruckend, wenn es eben Managern gelingt, auch in angestammten Märkten dort einen Durchbruch zu schaffen. Wenn sie es schaffen, eben in vermeintlich klaren Kunden-Lieferanten-Situationen ein neues Modell durchzusetzen und erfolgreich zu sein, weil sie es meistens schaffen, näher am Kunden zu sein. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich wie schon immer, sie sollen versuchen, sich klar zu werden, was sie eigentlich wollen und wo ihre Stärken sind. Und dann suchen sie nach Unternehmen, die diese Stärken suchen. Wenn sie jemand sind, der eben gerne frei entscheidet und möglichst wenig Prozesse hat und möglichst frei die Dinge gestalten will, dann ist es die Frage, ob ein Großkonzern richtig ist, zumindest für die gesamte Entwicklung. Ja, auf der anderen Seite, wenn sie Dinge bewegen wollen, wenn sie Märkte verändern wollen, wenn sie Größeres leisten wollen, dann kann es natürlich auch wieder sinnvoller sein, in Großkonzern zu gehen, weil dort andere Möglichkeiten sind. Insofern das Wichtigste ist, finden Sie raus, was Sie wirklich wollen.